Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren bombastischen Episode. Wir müssen jetzt wieder einen Hinterhalt bzw. einen Auftragsmörder gehen von unserem ehemaligen, also von unserem Chef. Na, schau mal an, der Typ ist auch noch. Na, ich blas auch was. Kannst aber Gift drauf nehmen, ich blas so viel ich will hier. Aber sind die auch voll? Verkackte. Los, Großmaul, komm raus. Juhu, Schrotflintenmuni. Ich liebe die Schrotflinte. Ist auch nichts, dann gehen wir eben weiter hier. Zwei mit einem Streich, das ist natürlich super hier. Ich muss mal mehr die Waffen. Warte mal. Ich muss wirklich mal mehr die Waffen brauchen. Na, das ging ja langsam wieder flotti. Und wir müssen jetzt hier jeden irgendwie aufs Korn nehmen. Wir müssen das ja auch umbringen. Na, das geht ja wieder flotti hier. Frage ist, von wo schießen die? Ach, da oben. Na, dann. Hat wo ausgeballert. Oha. Was? Er hat eine Waffe? Oh, er hat eine Waffe. Na, wieder reloading. Die kommen ja eh nicht runter. Na, eben kurz das Ding hier. Oh, das geht aber auch ab. Ach, zu weit, na dann. Na, so, haben wir hier mal Tutti Frutti gemacht. Und hier haben wir das Hauptoffice des Herren aus dem Morgenland. Ach du Scheiße. Wo ist denn hier die Schnellfeuerhandwaffe? Na, hier, schau mal.
Ach, kommt mal hoch. Nur noch drei auf der Minimap? Ach, dann waren es auch nur noch zwei. Na. Da ist er. Schieß. Oh, der will es aber wissen. Drei, immer noch drei. Na, das geht mit der Zeit aber flotter hier. Der Typ lebt immer noch, oder? Na, komm mal her. Selber machen und auch selber sterben. Das geht nicht in Ordnung. Probieren wir es aus. Ist wirklich diese Handgranate hier. Ach, es lädt doch nicht mehr. Okay, das hat wirklich etwas gebracht. Klappern wir mal. Le Muniziones. A la Schrott fliegt in. Nein, wir dürfen nicht so weit. Wir dürfen nicht so weit. Wir dürfen nicht so weit. Ach, nochmal von hier. Okay. Da liegt aber viel rum. Na, komm mal. Da haben wir noch einen, hm? Ja, und jetzt noch was. Ist jetzt nur noch drei. Also. Ich sag jetzt mal. Ey, oh, du, du. Knall den Wichser ab, solange wir noch Kugeln haben. Na, das wird ein heiteres Erlebnis heute. Na, oh, der mit Nachladen, ja, das geht natürlich sehr schön. Noch ein? Zwar kurz rüber. Und wieder zurück. Na, komm! Nur noch zwei hier auf der Minimap. Noch eine da vorne. Na, das war nicht so klug. Und jetzt gehen wir mal hier aus der Deckung und versuchen hier Muni aufzutreiben. Dann gehen wir kurz wieder zurück. Ach, die kommen nicht, oder was? Los, ich blas dir dein Hirn raus. Das wollen wir mal sehen. Wirklich, das will ich jetzt wirklich sehen. Na, zwei gegen einen und die zwei haben verloren. Eine super Bilanz für mich. Oh, Elektro-Elektroschocki. Also hier können sie theoretisch von zwei Seiten kommen. Das war beschissen. Muss ich echt zugeben. Ach, der Typ lebt nicht mehr. Okay.
Dann würde ich sagen, gehen wir rein und sagen mal Hallo unserem Chef. Nicht eine alte Scheißknarre, ich will meine... Wer kommt denn da? Dich haben sie geschickt? Das ist eine Frechheit. Was haben sie dir gesagt? Leg Halo um und alles ist vergeben? Glaubst du ernsthaft, die lassen dich vom Haken nach allem, was du getan hast? Du hast doch keine Ahnung von den größeren Zusammenhängen. Ja, ich weiß, hier Stellen und so, du willst mir was verraten. Verdammt, was soll das? Genau das könnte ich dich auch fragen. Loyalität ist eine komische Sache, hä? In unserem Geschäft gibt's keine Freundschaft. Hat dir das der gute Leo nicht beigebracht, als du ihm im Knast den Schwanz gelutscht hast? Du bist nur eine Schachfigur, Vito. Mehr bist du nie gewesen. Wann begreifst du... Aber eine gute Schachfigur, eine gute. Du musst mir jetzt vertrauen. Glaubst du, die Bundespolizei juckt mich? Oder die alten Säcke von der Kommission? Die benutzen dich nur. Genau wie Clementi dich benutzt hat. Genau wie ich dich benutzt habe. Genau wie der dreckige Spitzel Henry dich benutzt hat. Du hast dich für dieses Stück Scheiße verbürgt, hast ihn bei mir angeschleppt. Und jetzt wirst du elender Schwachkopf dafür büßen. Jetzt, Joe. Hey, falls du vorhast abzudrücken, tu's einfach. Worauf wartest du? Vito. Knallen wir den Schwanzlutscher ab. Denk dran, worüber wir geredet haben, Joe. Willst du das alles wegwerfen? Blick ihn um. Zwei. Sofort. Ja, sofort ist super. Verdammt nochmal, leg die zwei Irren um! Ich untere niemals! Idiot, du hast keine Chance! Alle kannst du nicht umlegen! Ah, komm, ich schaff das schon! Na, so stark sind wir auch wieder nicht. Sorry. Was hier? Du bist komplett wahnsinnig. Ich freue mich schon drauf, wenn du hier bist. Da ist er. Schieß. Woher? Komm mal, du Dämmel, ey. Ach, von da, na dann. Fuck it! Von wo denn? Gibt's ja nicht. Und liebe Leute, bisschen weiter geht hier. Ich mach kurz Pause. Das sieht dann die nächste Episode. Tschüssi, wir sehen uns. Halleluja, herzlich willkommen. In was sind wir hier nur reingestürzt? Ja, wir sind alleine hier in einem neuen Abenteuer der Superlative. Wir heißen hier und heute im Endscreen bekannt, dass wir Mafia 2 mal wieder irgendwas Scheiße machen. Wir sind zwar auf guter Fahrt, aber wir können noch mehr Zaster einfahren. Und wie wir das machen... Wie wir das schaffen und wie wir das können, das, liebe Leute, das seht ihr in der nächsten Episode nach diesem Endscreen im neuen Part von Mafia 2. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, einfach nur weiterschauen, weiterschauen und weiterschauen. Es wird euch sicherlich Spaß machen. Ein oder andere werden es kennen, aber mit Sicherheit ein alter Klassiker auf Hochtouren. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Wir sehen uns dann an einem Morgenabend oder an einem Mittag. Bis dann. Tschüss.